Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschela und heute wieder für euch in Battlefield oder unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder eine weitere Folge von meiner kleinen Videoserie Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und zwar habe ich mir wieder etwas im Spiel geholt, was ein bisschen mehr Gold gekostet hat. Und ihr seht schon, ich habe hier einmal einen schicken Protodrachen. Und zwar schimpft sich dieser Protodrache des verderbten Gladiators. Heißt, ich habe mit meinem Main hier ein bisschen Arena gespielt. Und ich habe ein bisschen Feral geübt. Ihr wisst ja, ich spiele normalerweise Guardian. Für Arena habe ich jetzt 2, 3 Monate Feral ein bisschen geübt. Und habe dann so auf 18, 1900, knappe 2K immer rumgebastelt mit meinem Feral im 3 gegen 3. Und da war dann irgendwann der Zeitpunkt erreicht, dass ich gesagt habe, okay, so fürs Spielerische reicht es jetzt. Ich suche mir jetzt zwei krasse Multigladi-Dudes, die mich gegen Gold da ein bisschen mitziehen, beziehungsweise ich ein bisschen mit denen spielen kann. Mates zu finden gestaltet sich tatsächlich immer ein bisschen schwierig. Und dementsprechend habe ich dann mal mich ein bisschen umgeguckt, unter anderem bei Gallywix. Und die bieten das an, dass man quasi da gegen Gold mit zwei krassen Dudes spielen kann. Da dachte ich mir, komm, das machst du mal. Schaust mal, ob das läuft. Und ja, hat soweit ganz gut geklappt. Ich werde euch gleich auch noch zeigen, was es da so gab, beziehungsweise was das Ganze natürlich gekostet hat. Also ich habe jetzt hier den Gladiator-Titel, die 50 Games haben wir gespielt. Gestern hatte ich die letzten Games noch gespielt, da haben wir an einem Nachmittag 41 Games hat mir noch gefehlt, es war ein bisschen heiß. Und da die Spiele runterzuspielen, das war halt schon, ich weiß nicht, am Stück waren es glaube ich 4, 5 Stunden, war tatsächlich schon ein bisschen anstrengend. Hat aber wunderbar geklappt und sogar auch besser, als ich dachte, denn um jetzt hier mal auf das einzugehen, was ich gezahlt habe. Ich habe jetzt insgesamt 12,6 Millionen Gold dafür hingelatzt. Ich hätte wahrscheinlich es wesentlich günstiger haben können, denn Gallywix bietet da zwei Modelle an. Einmal, dass man halt 800k pro Stunde zahlt oder einen Fixpreis. Am Anfang ist es immer so, dass die eine Stunde mit einem Testgame mit dir machen. Also das Ganze ist ja self-played, also du spielst deinen Account selber. Also das ist nichts, dass sich irgendwer einloggt, was illegal wäre. Deswegen habe ich das auf keinen Fall gemacht. Und dann testen die halt, ob das klappt. Ne? Die sind zwar ziemlich krasse Spiele, aber du musst tatsächlich da auch schon ein bisschen was reißen, sonst klappt das halt nicht. Ne? Und dementsprechend haben wir da die Stunde diese Spiele gemacht. Wir haben da tatsächlich alle gewonnen. Das war recht gut. Also da sind wir ganz gut durch. Und normalerweise wird das anscheinend stündlich gemacht. 800k pro Stunde sind es, was relativ viel ist. Und das wollte mir der von Gallywix auch verkaufen. Hatte ich, denke ich mal, dem einen oder anderen Stream auch schon erzählt gehabt. Und ich wollte aber lieber einen Fixpreis, weil ihr wisst alle, wie ist das bei so Sachen, wenn man stündlich was ausmacht und man nicht genau weiß, wie lange das dauert, dann können die Kosten natürlich nach oben explodieren. Das war mir eine Geschichte, die war mir ein bisschen zu unsicher. Ich habe halt keinen Referenzwert, wie gut die Leute sind, wie schwer das dann ist, hin und her. Und dementsprechend dachte ich mir, komm, ich mache lieber einen Fixpreis aus, habe das dann mit dem ausgemacht. Der meinte, Fixpreis sollte ich nicht machen, weil es mir wesentlich teurer kommt. Hat er mir sogar 2, 3 Mal gesagt. Ich habe gesagt, nein, ich will den Fixpreis. Dann weiß ich, dann habe ich einmal den Preis und gut ist es. Wir haben jetzt, glaube ich, insgesamt, oder ich habe mit denen insgesamt, glaube ich, 9 Stunden gespielt. Wenn ich das gemacht hätte, 9 Stunden mal 800k, dann wäre das 7,2 Millionen. Etwa das hat der Typ mir auch gesagt, dass es so 19 Stunden rum dauert im Normalfall. Und da sehe ich wahrscheinlich wesentlich günstiger kommen, wenn ich es halt mit dem Stundenlohn quasi mache. Habe ich nicht gemacht, wie gesagt. Jetzt habe ich halt 12,6 gezahlt. Ehrlich gesagt, ich ärgere mich jetzt nicht wirklich so drüber, weil es hätte halt genauso auch andersrum kommen können. Aber jetzt weiß ich auf jeden Fall, wie der Hase läuft, beziehungsweise wie das da aussieht. Und das ist doch auch jetzt ganz angenehm, zwar ein bisschen mehr gezahlt zu haben, aber dafür sind wir jetzt komplett durch mit allen Erfolgen. Wie ihr seht, wir sind jetzt bei hier 33.545 Punkte, das ist für die Allianz das Maximum. Ihr seht 3.936 von 3.936 Punkten. Mehr kann man bei der Allianz nicht erwirtschaften. Ich bin hier gerade noch am Craften auf dem zweiten Account mit meinem Twink unterwegs. Und bei der Horde gibt es ein paar Achievement-Punkte mehr. Und zwar sind es insgesamt 40 Stück. Da bin ich bei 33.585, falls sich der eine oder andere fragt, Moment, ich kenne Leute, die haben mehr Punkte. Ja, das liegt daran, da die Horde ein paar mehr Punkte hat. Genau. Heißt, ich bin jetzt meine 12,6 Millionen ärmer, habe meine ganzen Achievements und natürlich auch diesen schönen Protodrachen. Und dementsprechend ja, haben wir hier auch wieder einen Mount mehr. Ich hatte ja die ganzen Mounts auch schon fertig gehabt. Und dementsprechend, ja, bei 643 Reittieren angekommen und zumindest Reittier- und Achievement-technisch sieht sehr gut aus. Und ja,
Das ist eigentlich soweit das, was ich erzählen wollte. Sollte noch irgendwelche Fragen sein, schreibt mir die gerne in die Kommentare. Und ja, dann sehen wir uns gerne beim nächsten Waste of Money Video wieder. Und da werden wir uns sicher noch das ein oder andere kaufen, beziehungsweise zuvor muss ich wieder ein bisschen Gold verdienen, denn das hat schon ein richtig, richtig tiefes Loch in meine Kasse gerissen. Ich kann euch noch empfehlen, wenn ihr euch interessiert dafür, wie ich mein Gold mache oder wo immer so ein bisschen mein Stand ist. Ich habe eine andere Videoserie, die schimpft sich Goldtagebuch. Und da zeige ich dann immer so, was ich die letzten 2 Wochen so gemacht habe, um in Gold zu kommen. Und dann seht ihr immer, wo mein Stand ist. Und dann kann man immer so ein bisschen abschätzen, okay, wann holt sich der Täler vielleicht das nächste teure Item. Gut, das war's soweit mit dem Video. Mich interessiert eure Meinung. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Täler, bis dann. Ciao.